Hören Sie mal, was Chris Taylor, der Chefentwickler von Space Siege, über sein Spiel sagt. We really just wanted to create something new. Aha, Chris und seine Mitdesigner wollten also etwas Neues erschaffen. Naja, damit wird er schon recht haben. Schließlich fängt Space Siege so an. Mit Außerirdischen, die Erde zerstören? Naja, das ist nun eher nichts weltbewegend Neues, sondern was Altes, ein alter Hut nämlich. Aber Chris bezieht sich eh weniger auf die Handlung als auf das Spielprinzip des Action-Rollenspiels. In Space Siege übernehme ich die Rolle des Soldaten Seth Walker, der auf dem alienverseuchten Menschenraumschiff Armstrong ums Überleben kämpft. Die schleimigen Gegnerhorden zerklicke ich im Nah- oder Fernkampf. Soweit, so gewohnt. Erledigte Feinde bringen allerdings keine Erfahrung. Ich steige also nicht im Level auf. Stattdessen füllt sich mit jedem besiegten Gegner meine Energieleiste, sodass ich Spezialattacken wie diesen Blitzschlag auslösen kann. Außerdem erbeute ich von den Viechern keine Gegenstände, sondern lediglich Materialpunkte. Die investiere ich dann in Upgrades. Zum Beispiel steigere ich das Feuertempo meiner Maschinenpistolen oder stärke Seths Panzerung. Außerdem kann ich so Gegenstände wie Heilpäckchen herstellen. An weitere Waffen und Spezialtalente kommt Seth im Verlauf der Handlung automatisch. Erfüllte Missionen bringen außerdem Punkte, mit denen ich hier seine Fähigkeiten aufwerte. Am wichtigsten ist aber, dass ich Seth mit kybernetischen Implantaten vollstopfen kann, aber nicht muss. Denn dadurch wird er zwar stärker, verwandelt sich aber auch in einen seelenlosen Roboter. Das beeinflusst neben dem Ausgang der Handlung auch, wie andere Charaktere auf Seth reagieren. Die süße Gina etwa, die ich hier aus den Fängen eines Mechanoschurken befreie, wird mit dem menschlichen Seth vielleicht anwandeln wollen, mit dem Seth Cyborg aber sicherlich nicht. I don't know. Lots of people on the ship have cybernetics. Sei's drum, ein echter Roboter umgibt sich eh lieber mit seinesgleichen. Folgerichtig schließt sich Seth schon kurz nach Spielbeginn ein mechanischer Begleiter namens Harvey an. Hier zu sehen in einer Zwischensequenz mit Seth und Gina. So erkunden Harvey und Seth gemeinsam das Schiff. Ist das nicht die reinste Roboterromantik? Nein, ach, auch egal. Die Blechbüchse soll Seth schließlich nicht das eiserne Händchen halten, sondern kämpfen. Wie schön, dass hier gerade ein paar Gegner rumstehen, auf die ich Harvey hetzen kann. Der Roboter beherrscht übrigens auch Spezialfähigkeiten, etwa den altbekannten Blitzschlag. Das ist aber auch bitter nötig, denn später im Spiel geht's ordentlich zur Sache. Diese Roboterbande hier hat meinen Harvey schon in Brand gesteckt. Und ja, das kann kein gutes Ende nehmen. Nimmt's auch nicht. Oh mein Gott, sie haben Harvey getötet, ihr Metallschweine. Na wartet, das gibt Rache. Und die wird am besten wie serviert? Genau, mit Raketen. Deshalb kram ich hier den Raketenwerfer aus dem Waffenwahlmenü. Insgesamt wird Seth gegen Spielende 9 Schießprügel und sein Energieschwert besitzen. Und keine Sorge, wenn Harvey mal kaputt geht, bestelle ich einfach an so einem Apparat einen neuen. Gegen Materialpunkte. Außerdem kann ich mein treues Helferlein mit Upgrades aufwerten, damit sich so etwas nie mehr wiederholt. Danach gehen Seth und Harvey weiter auf Alienjagd. Aber wer soll das Ganze eigentlich spielen? Ich frage einfach nochmal Chris Taylor. People who like me wanna just come home and have fun and relax. And blow stuff up. Aha, kurz übersetzt. Leute, die wie Chris selbst nach Hause kommen, Spaß haben, sich entspannen und Sachen in die Luft jagen wollen. Und zu letzterem bietet Space Siege auch reichlich Gelegenheit. Zumal ich dank der Physik-Engine sogar Explosivfässer in Gegnergruppen reinschießen kann. Und das ist doch nun wirklich die reinste Roboterromantik, oder? Mal unter uns, so richtig komplex ist Space Siege ja nicht gerade, oder Mr. Taylor? Anyway, wow, looks like rain again. Okay, I think I better go now. Ja, das habe ich mir gedacht. Trotzdem dürfte sich Space Siege ganz gut für die Mittagspause eignen, in der ich immer mal wieder eine Stunde lang Aliens grille und Upgrades kaufe. Für echte Langzeitmotivation fehlt dem Titel allerdings der Tiefgang, vor allem weil ich keine Gegenstände sammeln darf. Und das mache ich doch so gerne.